Programm vom neuestheater.ch ist ein fester Bestandteil vom regionalen Kulturgeschehen geworden. Eigenproduktionen, nationale und internationale Gastspiele finden Anerkennung bei Presse und Publikum. Darum hat die Gemeinde Arlesheim die Leistungsvereinbarung mit dem Theater bis im Juli 2025 verlängert und ab der nächsten Saison sogar erhöht. Auch das Theater auf dem Land zeigt jeweils zwei Gastspiele im neuestheater.ch. Ja, wir sind ja seit dem Anfang, also seit wir am neuen Standort sind, in einer neuen Leistungsvereinbarung mit Arlesheim, wo ja auch einen wesentlichen Beitrag als Gebäude zählt hat damals. Und für uns ist das ein wunderbares Zeichen von Kontinuität, von Glauben auch an die Arbeit, die wir machen. Als Gemeinde da sind wir ja total auf der Grenze zwischen Dornach und Arlesheim, zwischen zwei Kantonen. Und Arlesheim hat jetzt wirklich ein Signal gesetzt. Und darüber bin ich sehr, sehr froh. No matter how hard it is, no matter how much you hate somebody, you gotta love them and hug them. Die nächste Saison ist 20 Jahre Neues Theater CH. Ist auch sozusagen unsere Abschiedssaison. Also Theaterbegründer werden sich verabschieden auf Ende Mai 2021. Dann wird das Theater übergehen in junge Hände. Das ist, wie es bekannt gegeben wurde, ist Jonas Darwas und sein Team. Und das wird ein ganz spannendes Jahr mit viel Freude, mit vielleicht auch Tränen. Aber es ist eine so eine reiche, reife Zeit, auf die wir dann zurückschauen können. Und wir hoffen einfach, dass die 20 Jahre Neues Theater CH, wo wir auch feierlich begehen wollen, wirklich auch zu einem Fest werden. Dadurch, dass auch viele, viele Menschen daran teilnehmen können. Und wollen daran teilnehmen. Wir machen im Moment so, wie wenn es einfach ganz normal weitergehen sollte. Wir sind in der Endphase des Drucks von unserem neuen Jahresprogramm. Die Planung ist ja längst abgeschlossen. Und werden jetzt den Druck, so wie wir es vorgehabt haben, auf Anfang Juni planen. Dann werden wir ja hoffentlich mehr Anweisungen vom Bundesrat bekommen in Bezug auf, sagen wir, kleinere Veranstaltungen, also nicht bis 1000, sondern was dann einfach die kleineren Spielorte machen können. Und je nachdem müssen wir auch dort dann flexibel sein. Wir haben für nächstes Jahr eine grosse Musiktheaterproduktion geplant und dort sind wir natürlich auf Eintritt angewiesen. Wenn wir dort einfach mit einem sehr lockeren Publikum arbeiten, werden wir das dann nicht können realisieren. Aber im Moment sind wir voll zuversichtlich, dass das einfach alles wird klappen.